Das war letztes Jahr.
vorne. Probier mal, das ist ganz richtig hoch. Wir können auch hier reinmachen. Ja, werde ich gleich noch. Ja. Hier vorne, ja. Dann wollt ihr sie denn haben? Mal einen Bauchgürtel, eine Hose oder gar nicht? Ja, so wie hier. Dann haben wir eine kleine Schniedel dran. Ja, mit so einem. Ja, hier. Der kann ruhig. Wir haben hier lang. Vor allem ist nicht so vieles. Ne? Ja, ja, da ist auch der See und ist schon wahnsinniges Wochenende. Und Mayen ist auch auf der Burgruine da. Ja, wieder. An dem Stand hat man wieder hat der Florian. Ja, ist nicht ihre Option. Naja, nicht weit weg von ihr. Ach so. Ja. Du musst doch mal einen Helm aufsetzen, dann müsst du aber weg. Ja. Thank you.
bei der Marktschiff stattfand, habe ich spinnen gelernt. Deswegen wollte ich mir letztes Mal habe ich mir Nähen gesessen. Ich habe gesagt, du guckst nicht so viel Zeit. Dann soll der noch einfach so viel Zeit. Ich habe ihn ja auch gesagt, er wollte noch gucken. Man da sein vor, geht man ja in Kontakt ein und man soll ja auch seine eigenen Energien einarbeiten. Noch ist er nicht tot. Ich nähere mich an. Ja, was sagst du denn? Heavy Metal, nicht Battleboys hier. Ja, Schmackes. Ich häng gerade am Stein. Kommt da noch. Und? Das war der hier. Ja? Steifes Handgelenk. Gott. Ist das ein Mummi? Was ist das? Da vorne steht ein Türke. Und gib ihm. Los! Ja, aktiv. Schalte den Schwert sofort an. Nach hier loslassen, Axt sollte stecken. Und? Einfach mal gucken. Steifes Tanke, einmal stoppen. Von hier, nach hier, nach hier. Und die Weg. Bitte? Ja. Ja! Und nochmal. Gewinn. Ein Handgeklapper für den Mann. Weißt du, danke Dank, edles Volk. Oh yeah. Ja. Thank you.
also nur zum klaren Verständnis, ich würde ja spielen, ich habe aber den Text vergessen. Hallo. Ach, er ist schon wieder mit der Kamera. Hallo, kann ich meine Mama grüßen? Na, willst du auch gucken? Vielleicht ist ja spielen. Während sich die Kämpfer jetzt zum Kampfe aufstellen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und Sie alle, liebe Besucher, hier herzlich willkommen heißen zu unserer mittelalterlichen Schlachtendemonstration auf der Burg Fischering. Heute möchten wir euch nicht, wie in den letzten Jahren immer geschehen, eine Geschichte erzählen, sondern euch näher mit der Kunst des mittelalterlichen Kampfes vertraut machen. Sie hatten eine Lederrüstung an, vielleicht wegen ihrer Sicherheit noch einen Helm dazu und die ganz Wohlhabenden trugen auch noch ein Kettenhemd. Als Gegenmaßnahme kamen größere Zweihandschwerter auf, sogenannte Gassenhauer, um Breschen in die Pikenwelle zu schlagen. So, dann schreiten wir jetzt zum Exerzitium Nummer 2, dem Schildwall. Das erfordert natürlich eine gewisse Absprache untereinander. Oder einfach einen, der alle anderen zusammenbrüllt. Ein Glas
Vater sieht auch so. Das fällt nicht, das ist ja, wieder sind noch nicht. Diejenigen, die noch kämpfen können, zeigen das an, indem sie das Schwert hochhalten. Und dann gibt es die nächste Runde mit einem neuen Gegner. Bitte? Ja. Kein Zeit. Wir müssen jetzt als Leute einen Vorkämpfen. Wir müssen jetzt aber noch einen Vorkämpfen. Wir müssen jetzt aber noch einen Vorkämpfen machen. Oder wir müssen eine Aufgabe. Ich bin sehr gut. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Bonus. Das ist schön, das ist leid. Es handelt sich um den Kampf gegen die Kinder. Sind alle Kinder hier zum ersten Plan, der geschultet ist. Liebe Kinder, wenn ihr im Mittelalter einmal ein echtes Mittelalter in die Ritter besuchen wollt, dann geht ihr zu diesen merkwürdigen, schickenden Typen da vorne, der alles von Hamburg hält. Es sollten sich tatsächlich nur Kinder auf dem Plan aufhalten. Die ganzen großen Kinder, die jetzt hier am Rand stehen, gehen bitte einmal zur Seite, sonst werden sie mit auf den Rechten alle.